Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich das gerne wie immer als Dauerwerbesendung kennzeichnen, einfach weil ihr hier ja Sachen seht, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet. Oder einfach auch die Bücher, die ich euch gleich zeige. Da steht das auch nochmal. Ansonsten findet ihr wie immer alle Bücher unten in der Infobox aufgelistet und auch mit Zeitstempel, dass ihr dann da alles wiederfindet. Ja, heute geht es um meine dicksten Bücher, die ich in meinem Regal stehen habe. Ich habe euch einfach mal alle Bücher rausgesucht mit den meisten Seiten, wie gesagt, die ich da habe. Und ein paar habe ich davon schon gelesen, manche noch nicht. Ja, lasst euch überraschen. Das erste Buch, was ich gelesen habe oder habe und auch gelesen habe, ist Bis zur Mittagssonne. Das gehört ja zur Twilight-Reihe. Das kam ja jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit raus. Das ist ja quasi der erste Band von Twilight, nochmal aus Edwards Sicht geschrieben. Irgendwie sitzt meine Brille komisch. So, allerdings muss ich sagen, also an sich hat es mir schon gefallen und ich fand es auch mal cool, mal wieder da so in der Twilight-Welt zu sein. Aber mir gefallen die anderen Bücher oder der erste andere Band besser aus Bellas Sicht. Einfach weil Edward hier sehr viel in Monologen verfällt. Und bei Bella war dann wenigstens noch so der Schulalltag und ihre Freunde und so. Und in seinem Kopf kursiert eigentlich eben nur Bella. Das fand ich ein bisschen langweilig zwischendurch, aber so ein paar Sachen waren halt auch ganz cool, mal so aus seiner Sicht. Ne? Gerade am Anfang, wie er überlegt hat, sie zu töten und so, weil er sie ja eigentlich essen wollte, so ungefähr. Ja, deswegen hier bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, zum einen fand ich schön, nochmal in der Welt zu sein, aber zum anderen war er mir sehr Bella, 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 Bella. Ja, das war in einem anderen ein bisschen anders, fand ich. Oder vielleicht bin ich mittlerweile auch zu alt dafür, ich weiß es nicht, aber... Ich habe ihn trotzdem ganz gerne gelesen, aber ein paar Stellen fand ich ein bisschen nervig. Dann habe ich, wie viele Seiten hat er denn? 800 und wenn ich schon mal bei dem Thema bin, dann kann ich euch auch zumindest sagen, wie viele Seiten der hat. 843, ja. So, dann haben wir von H.P. Lovecraft Kurzgeschichten. Das ist ein Buch aus einem Schuber, den ich von dem Guten habe. Ein Band davon, ich glaube in dem anderen sind Novellen oder irgendwas. Habe ich noch nicht gelesen. Der Band hat 900 und 972 Seiten. Und H.P. Lovecraft interessiert mich in dem Sinne, dass in anderen Horrorbüchern oder von anderen Schriftstellern manchmal erwähnt wird, ob es Stephen King oder sowas, dass das so ein bisschen an ihn wohl erinnert in manchen Sachen. Und deswegen wollte ich dann natürlich gerne auch mal die originalen Geschichten lesen, worauf oder woran das so inspiriert oder wonach das inspiriert sein soll, der ein oder andere Band von diversen Autoren, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, dann das nächste Buch, das ich habe, ist der letzte Teil von Harry Potter, also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Harry Potter-Fan. Ich war ja auch in London, da in den Harry Potter Studios. Das war so schön, da will ich nochmal hin. Der Band hat 766 Seiten, also es ist nicht mein dickstes Buch, was ich von ihnen habe. Und ich glaube, oder was ich von generell von Büchern habe, ist es nicht das dickste. Und ich glaube, zur Geschichte muss ich da nicht so viel erzählen. Ne? Kennen wir doch alle, entweder die Bücher oder zumindest die Filme oder beides. Was ich verrückt fand, war, dass es das ja schon über 20 Jahre gibt. Das ist mir manchmal gar nicht so klar. Und dann höre ich das, ja, Jubiläum oder irgendwas und denke so, hä, okay, ich bin alt gefühlt. Ja, das nächste Buch, was ich habe, ist Amalthea, weil ich ja gerne mal Science Fiction lesen wollte, hatte ich mir das geholt. Und zum anderen, weil das auf der Lese- oder auf einer Leseliste von Barack Obama stand. Und da dachte ich, das könnte ich ja auch mal lesen. Oder wie gesagt, weil ich auch gerne mal Science Fiction lesen wollte, habe ich bis jetzt noch nicht. Und hier geht es irgendwie darum, dass der Mond explodiert ohne Vorwarnung und eben dann die Menschen ins All geschickt werden, um deren Überleben zu sichern. Und die Nachfahren von denen versuchen wieder einen neuen Lebensraum zu finden und das dann eben wieder auf der Erde. Und das fand ich klang ganz interessant, sieht auch ganz cool aus, so, ne? So vom Cover her. Wenn das Barack Obama gelesen hat, will ich das auch lesen. Und das hat jetzt mal wirklich viele Seiten, und zwar 1055. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das lesen soll. Ich habe ja auch mal erzählt, dass mich dicke Bände eigentlich immer abschrecken.
weil man ja dann weiß, dass man nicht so viele Bücher schafft oder nicht. Aber andererseits kommt es ja irgendwie auch aufs Gleiche raus, ne? Ob ich jetzt, sage ich mal, 3000 Seiten in einem Monat lese und das sind dann 3 Bücher oder 6 Bücher, aber es sind ja trotzdem 3000 Seiten, wenn ihr wisst, wie ich meine, oder halt noch mehr, war jetzt nur rausgegriffen. Ja, dann das nächste Buch, was ich habe mit sehr vielen Seiten, und zwar sind das, lass mich mal kurz gucken, 1050 ist von Susanna Clarke, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Das hatte ich mir ja daraufhin geholt, nachdem ich Piranesi gelesen habe. Weil mir das so richtig gut gefallen hat. Also da würde ich schon sagen, dass das auch ein Highlight von mir ist. Ich habe ja letzten Monat echt viele Bücher gelesen, die mir richtig gut gefallen haben. Und ja, da musste das auch her von der Autorin von Piranesi eben. Da gibt es wohl einen Krieg gegen Napoleon, in dem Zauberer mit verwickelt sind. Und es spielt auch irgendwie in London und so. Und ich fand, das hörte sich auch ganz interessant an. Aber ich weiß noch nicht, wann ich mich an einen der Wälzer traue. Und es ist total hübsch, oder? So mit dem Raben da drauf. Es geht wohl auch um irgendeinen Rabenkönig oder so. Ja, jetzt haben wir noch 2 Bände. Und zwar von Anne Rice. Das ist die, die Interview mit einem Vampir geschrieben hat. Ich glaube, das ist dann von so mit das bekannteste. Hexenstunde. Das hatte ich mir mal gebraucht geholt. Deswegen sieht der Buchrücken, obwohl es geht eigentlich, erst so ein bisschen gewellt. Es geht. Wollen wir mal nicht so pingelig sein, ne? Der hat noch mehr Seiten, sehe ich gerade. Und 2086. Da geht es wohl darum, dass jemand fast ertrunken ist. Und nachdem er wieder ins Leben zurückgeholt wird, hat er, jetzt wollte ich schon sagen, magische Kräfte, aber kann dann eben hell sehen oder sobald er Gegenstände oder Personen berührt. Und ich glaube, dass das 3 Bände sind. Ich habe aber bisher nur den einen. Sonst müsst ihr nochmal bei den Glimmerfingen gucken. Ich glaube, die hatten da auch ein Video drüber gemacht oder das in einem ihrer Videos erwähnt. Deswegen bin ich da auch drauf gekommen. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Ja, das letzte Buch, was ich habe, was wirklich sehr, sehr dick ist in meinem Regal, ist von Tolstoi, Anna Karenina. Das habe ich vor ewigen Zeiten mal angefangen zu lesen, aber ich habe es immer noch nicht beendet, zu meiner Schande. Und das hat 991 Seiten, also hat, glaube ich, das Buch von Anne Rice gewonnen mit 1083 oder sowas. Das war dann, glaube ich, am dicksten, wenn ich es recht sehe. Ich will jetzt hier gerade noch mal gucken. Ja, nee, weil das andere sah gerade dicker aus, aber es hat trotzdem weniger Seiten. Ja, und zwar, ist da etwa das Lesezeichen nicht mehr drin? Wo ist mein Lesezeichen? Das finde ich jetzt blöd. Ich hatte da nämlich schon eine Ecke von geschafft. Ich glaube, über 300 Seiten oder so. Aber gut, ich habe ja die Goodreads-App. Da habe ich das eingepflegt. Da kann ich ja gucken. War gerade ein bisschen panisch. Wo ist das Lesezeichen? Wo war ich? Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Anna Karenina ist an sich nicht schlecht. Bisher hat es mir auch ganz gut gefallen, aber irgendwie muss ich mich immer überwinden dazu, es weiterzulesen. Ich kann auch nicht mal genau sagen, warum. Es geht um Anna Karenina, die eigentlich eine mehr oder weniger glückliche Ehe hat. Sie hat ein Kind, viele Verwandte und Freunde. Es sind richtig viele Personen hier drin. Das kann ich alles gar nicht mehr so weit wiedergeben. Es sind auch viele einzelne Geschichten, die da miteinander verflochten sind. Und tja, bis Anna Karenina sich dann in jemand anderes verliebt, der Mann weiß es dann, also ihr Ehemann weiß es dann auch irgendwann und zieht dann da seine Konsequenzen und sie versucht halt irgendwie glücklich zu werden und da ihren Weg zu gehen und alles unter einem Hut zu bringen. Ihr Mann möchte sich aber nicht scheiden lassen, weil sowas gehört sich halt nicht und sie soll halt die Affäre mit dem Typen da beenden und sowas alles, aber ja, an sich ist es gut, aber die Schrift, die ist auch so klein. Naja, und was mich aber manchmal darin stört, manche Passagen sind sehr extrem ausgeweitet, die mich halt nicht so interessieren, wie zum Beispiel so landwirtschaftliche Arbeiten. Eine Person in dem Buch, ein Verwandter von ihr oder Angeheirateter, ich weiß es nicht mehr, betreibt halt Landwirtschaft und macht da manchmal auch gerne selber mit und hilft damit den Leuten, Bauern und so weiter, und dann wird zum Beispiel den einen Tag Gras gemäht mit einer Sense. Und ich habe gefühlt 30 Seiten darüber gelesen, wie man Gras mit einer Sense erntet oder absenst oder wie auch immer. Und das interessiert mich nicht so. Das waren dann so Sachen, die ich halt übersprungen habe.
Aber so von der Story ist es schon nicht schlecht und ich werde es auch irgendwann definitiv mal weiterlesen. Ihr werdet erfahren, wenn ich es irgendwann mal beendet habe, aber irgendwie sind mir da immer andere Bücher dazwischen gekommen und ja, mal gucken, wie ich es dann im Endeffekt finden werde. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr gerade lest oder was euer dickstes Buch in eurem Bücherregal ist. Das würde mich natürlich auch interessieren. Vielleicht ist es ja auch eins von denen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert das Glöckchen, abonniert den Kanal. Ihr kennt das Spielchen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr eine gute Zeit habt. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht ärgern. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut!